Hallo und herzlich willkommen zur Folge 16 Odyssey im Auftrag des Königs. Ja, draußen ist es heiß, andere essen Eis und ich sitze hier und mache für euch Let's Play Folgen. Ja, zurzeit bin ich hier im Wasser drin und ich bedanke mich auch erstmal herzlich für eure Kommentare, für eure Abonnements und für eure Tipps nicht zu vergessen, die ich auch im Laufe der Folge beherzigen werde. Da, ich sag mal das Stichwort Schäferhut. Und falls ich nicht ankriege oder sichtbar kriege, dann habe ich noch eine Alternative. Okay, also schauen wir mal weiter. Ui, jetzt bin ich aber hier irgendwie untergetaucht. Blub, blub, aha, Jacques Cousteau hat mal eben getaucht. Aha, so sieht das also aus. Blub, 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 blub. Ja, ja. Ne, nicht gleich wieder untertauchen. Genau, richtig. Wir hatten ja einmal die Insel so einmal umrundet. Ja, wollen wir den Sonnenaufgang? Nein, wollen wir nicht. Wir wollen einfach wieder zurück auf die Insel, damit ich hier im Menü mal kurz eine Einstellung machen kann. Auch ein Tipp. Auf meinem Kanal gewesen. Oh, jetzt wird dunkel. Ah, es wird dunkel, es wird dunkel. Oh, ab hier machen wir jetzt mal ein bisschen schneller, ne? Jawohl, ja. Jetzt sind wir hier mitten in der Nacht angekommen. Und natürlich an dem Pier, wo wir damals hier auf Fischfang gingen. Jawohl. Konnten wir eigentlich hier hoch? Ja, cool. Hier kommen wir und... Na, nee, erwartet. Vielleicht kann ich hier drauf. Ja, okay. Und Jump. Wir gehen mal schlafen. Ach ja, am besten in Jutas Hütte. Cool. Das ist doch nichts Neues. Gucken, Götz. Da will ich jetzt auch den Schlüssel finden. Ich will das wieder so machen, wie ich das in der letzten Folge gemacht habe. Und da wurde mir auch der Hint gegeben, der Vorschlag, ich sollte doch nochmal besser suchen. Ich sei immer dran vorbeigelaufen. Ja, mein Gott, das kann in Stress und in der Monsterjagd natürlich passieren. Okay, wir legen es erstmal hier in Juttas Bettchen. Was macht Jutta eigentlich jetzt gerade? Ach, kocht sie was? Jutta, mach mal Abendessen. Ja, macht sie nicht. Steht da nur rum. Okay, auf wie los geht's. Bett. Auf Bett. So, bis Sonnenaufgang. Raus aus meinem Bett! Ja, weiß ich. Sag mal, wir sind nicht verheiratet, ne? Gut, jetzt versuchen wir das nochmal mit dem Hütchen, mit dem Schäferhut. Erstmal kontrollieren, ob er in meinem Inventar ist. Da ist immer so eine helle. Zack, da ist der Schäferhut. Den haben wir an, weil der ist ja rot unterlegt. Zack, zack. So, und wie wir sehen, sehen wir nichts. Ich habe keinen Schäferhut an. Das System Pack für Odyssey speziell ist schon lange installiert. Habe ich auch, glaube ich, nach der ersten. Was ist das? Okay. Wo war ich stehen geblieben? Nee, da ist eine Spinne gewesen. Und die habe ich mal eben. Naja. So. Gut. Nicht ablenken, wir machen folgendes, wir gucken uns erstmal in F11 an. Da habe ich einen Tipp gekriegt, ich sollte dieses hier mal ausmachen, dann könnte ich auch den Hut sehen. Hut sich dann überhaupt, ah ja, das wird ein bisschen dunkler dann. Und zack, wo ist der Hut? Gucken. Dann machen wir den nochmal aus und ziehen ihn wieder an. Und wie wir sehen, sehen wir nichts. Wahrscheinlich muss ich nochmal neu laden. Das werde ich jetzt auch hier in dieser Geschichte mal machen. So, erstmal aber speichern. Wie schon gesagt, auf eure Tipps und Vorschläge bin ich immer sehr offen. Ich werde sie auch umsetzen und hier live auch zeigen. Das heißt live, aber halt eben aufgezeichnet zeigen. Das interessiert mich natürlich auch. Okay, jetzt machen wir natürlich Odyssey beenden. So, let's have a look. Ob
der Schäferhut jetzt da ist. Ja. Nö. Der ist nicht da, der Schäferhut. Und jetzt haben wir auch die Geschichten wieder. Anzeigefehler. So, Schäferhut aus, Schäferhut an, leider nichts dran. Gut, okay. Kommen wir zurück zu unserer Alternative. Hab euch ja gesagt, wenn der Schäferhut da im Spiel nicht zu sehen ist, dann habe ich mir gedacht, ziehe ich selber einen auf. So. Entschuldigung, wegen der Knackser und Ruckler, das ist hier, weil ich den jetzt mal eben so. So, das ist mein Schäferhut. Ich hoffe, man kann ihn gut sehen. Schäferhut, ne? Okay, Toki, kommen wir zurück zum Spiel. So, kommen wir zurück zum Spiel. Schäferhut. Und, Schlüssel. I've got the key. Oh, ich hatte doch vor letzten Mal noch einen schönen Ohrwurm gehabt. Und zwar sollte ich den Schlüssel hier nochmal suchen. Übrigens, heute ist Christi Himmelfahrt. Hoffentlich wird das für mich hier kein Himmelfahrtskommando. Und zwar wurde mir gesagt, im guten lieben Team, schau hin direkt hinter der Hütte nach. Hinter, wenn ich vom Dorf komme. Dahinter. Also direkt dahinter sollte er sein. Hier war ich ja auch schon. Hier auf dem Zahnrad oder was das ist. Oder dieses riesen Mühlrad. Oh, und was höre ich da? Lurker. Superklasse. Habe ich überhaupt was? Ach, da hinten ist er. So. Also direkt dahinter soll der Schlüssel sein. Im Farn versteckt? Also, wir sind jetzt eigentlich schon etwas weiter als dahinter direkt. Wo ist der Schlüssel? Ja, jetzt hat er mich schon wieder gewittert. Das ist ja der fette Lurker. Das sind beides fette Lurker und hinter mir ist eine Blutfliege. Also Leute, ich kriege den Schlüssel nicht zu fassen. Was ist das? Ist irgendwas Totes, sonst wäre es nicht rot. Wo ist der Schlüssel? Hinter dem Haus, direkt hinter dem Sägehaus. Ich komme vom Dorfe, in hier, ne? Zack, und direkt dahinter. Vielleicht hier dahinter. Jetzt, wo die weg sind, habe ich ja freien Ballspiel. Dafür immer dran vorbei, hieß es. Für die guten und treuen Beobachter unter uns. Oh, nee, der macht mich wieder fertig. Nein. Ich habe die Sense wieder, die will ich aber nicht haben. Auch was Langes. Die Spitzhacke ist das einzig Lange, was ich habe und was ich mit meinen Stärken machen kann. Aber ich habe Lernpunkte. Ich habe Lernpunkte. Nee, ich glaube, ich mache es anders. Denkt ihr das, was ich auch denke? Dass ich mal zu Bruno hochlatsche? Sage, so, ich will mal ein bisschen Stärke und Geschick haben. Okay, Hubert. Okay. Jetzt rennen wir zu Bruno und... zum Bruno. Guten Tag. Er grüßt noch nicht mal. Guten Tag. So. Guten Tag, Bruno. Wegen der Grundausbildung, ich will von Armbrust, die bildet mich im Einhalt, ich will stärker und geschickter werden. Ich habe mir auch ich noch Ich will überlegt, stärker und geschickter werden. Ja. Ich habe mir überlegt, dass ich es folgendermaßen mache. Ich gehe erstmal hier auf Stärke 5. Und dann gehe ich zum Hin. Jetzt kannst du deine Fähigkeiten noch besser einsetzen. Perfekt. So, und dann gehe ich nämlich noch zu den beiden Hinzens und Kunzens.
weil ich es für wichtig erachte, Akrobatik zu lernen. Also Jump und sowas hier so. Hüps, hüpf. Da kann ich besser flüchten, falls dann noch was ist. Ich glaube, das ist auch im allgemeinen Interesse. Oder gibt es irgendwelche Leute, die da so ein bisschen mehr terrorisch drauf sind? Ich glaube, ich bin hier wohl richtig, ne? Ist das so hier gewesen? Oh, an dieser Stelle. Ach nee, das ist jetzt, bin ich von der anderen Seite reingegangen. So, wer liegt denn da? Hier liegt Flint. Ach ja, richtig. Ah, ich weiß noch, da, der, dem kann ich die ganze Nachtschicht aufbrummen. Das war mir noch irgendwo so im Hinterkopf, na, mit der Nachtschicht. So, die Schlösser habe ich alle geknackt, das hatte ich ja in den Vorfolgen erwähnt. Ach, was spielt ihr denn, Skat? Braucht den dritten Mann? Na? Okay. Ah, bringe mir Akrobatik bei. Doch 5 Lernpunkte. Bringe mir Akrobatik bei. Gerne. Wenn du deinen Körper beherrschst, bist du in der Lage, viel weiter zu springen. Du lernst dich richtig abzurollen und aus dem Fall heraus richtig zu landen. Aber denk daran, du bist nicht unsterblich. Auch im Kampf ist Akrobatik sehr hilfreich. Du kannst deinen Abstand zum Gegner sehr schnell verändern. Das war's im Grunde schon. Du musst nur noch üben. Viel Glück. Ja, danke. So, jetzt haben wir Akrobatik. Ups, sieh der hier sie. Akrobatik, wo ist es denn? Akrobatik gelernt. Was steht da unten drunter? Schürfen 0%. Okidoki. Einhänder 8%, Zweihänder 5%, Armbrust 8%. Was? Ich habe gar nicht mit der Armbrust geschossen. So, Stärke, Geschick. Oh Mann, toll. 24 Stärkepunkte. Jetzt werde ich mal gucken, ob ich vielleicht eventuell eine bessere Waffe anlegen kann. So, was haben wir? Hörg, hörg, hörg. Da fehlen mir noch 6 Punkte. Wie geht's jetzt hierher? Mann, oh Mann. So, wir brauchen noch unheimlich viele Erfahrungspunkte. Aber vielleicht kann ich ja, wenn ich wieder runter zu den Lurkern gehe, was ich jetzt auch mache im Turbo-Modus, kann ich ja was biegen. Okay, bis dann. Jump! Macht Spaß. So, das war der Turbo-Akrobatik-Modus. Und einmal speichern. Ich bin gespannt, Leute, was das jetzt, ob das ein bisschen was bringt. Obwohl ich rechne immer so in 5er-Schritten, dass, ich weiß nicht, wie das mit dem Balancing ist, dass wenn man die 5 voll hat oder mal eine 5 oder eine 0, dass dann wirklich auch die Stärke oder das Geschick was wirklich greift. Kann das mir jemand bestätigen aus dem lieben Team? Cool, okay. Schauen wir nochmal. Das mit dem Schlüssel, das ist, ne? Wenn gesagt wird, der sei direkt hier hinterm Haus, dann gucke ich auch. Oder wie durch einen dummen Zufall, wie das halt eben so ist. Man sucht nicht gerade danach und dann läuft man ihm sozusagen über den Weg. So, das ist ein fetter Adanos-Lurker. Achso, ich kann... Ah, jetzt ist die Musik zu Ende. Das heißt, er kommt nicht. Doch, er kommt. Da ist er. Okay. Versucht er irgendwie einen anderen Weg zu finden? Ich kenne sowas. Na, wo bist du denn? Kuckuck. Was? Wo bist du denn? Hat er sich hier versteckt? Da ist er. Da ist er ja wieder. Okay. Los, komm. Spannend. Oh Mann! Hotfedori. Oh, oh. Okay. Wie nichts anders zu erwarten war.
So, nochmal gucken. Ich habe nämlich gesagt, ich wollte ganz gerne. Ja. Ich werde jetzt zum. Wieder hoch in die Burg. Turbo-Modus. Und zwar mir eine Fernkampfwaffe besorgen. Haha. So, jetzt muss ich eben überlegen, wo denn das war. In einer meiner ersten Folgen gab es nämlich einen Raum, da habe ich nämlich versucht, etwas zu stehlen. Das war nämlich auf so einer Anrichte, auf so einer Kommode. Hier war es nicht. Und zwar lag es in einem Regal, und zwar Pfeil und Bogen. Gucken wir mal hier. Und ich, da müsste ich doch mal irgendwie eine Fernkampfwaffe legen. So war das hier. Nein, das war nicht hier. Hier ist ein Schürhaken. Ich hätte das nicht gemacht. Hier, Kamin. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Niemand darf gegen die göttliche Ordnung verstoßen. So steht es in den Heiligen Schriften. Ja, jetzt komme ich wieder in die Küche und so. Orientierung ist wirklich etwas... Für das sind doch alles nur Gerüchte. Navigations Epileptiker, so wie ich. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Nee, das ist die Küche. So verfragt und man die Küche im zweiten oder dritten Stock. Nee, oder war das der erste? Und okay, das ist die Buchkammer. Hier habe ich übrigens auch die ganzen Truhen geknackt. Wo ist denn jetzt nochmal? Ach so, dann ist das hier die bewachte Kammer. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. So, und Walter und Oliver, ja, wegen der Tränke. Ich weiß, okay. Habe ich mich wieder hier verfranst. So steht es in den Heiligen Schriften. Das hätte er doch besser wissen müssen. Niemand darf gegen die göttliche Ordnung verstoßen. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Das ist doch nichts Neues. Wie sah der Raum bloß aus? Ergo muss ich jedoch in der Nähe sein. Lieber die Finger. Nein, auch nicht. Der auch nicht. Ganz deiner Meinung. Ich glaube, hier geht's auch nicht weiter. Hier ist doch ja, hier geht's nicht weiter. Da brauche ich gar nicht gucken. Mensch, wie sah denn der Raum aus? War das hier eventuell drinne? Ich wäre mir da nicht so sicher. Da sind wir ja hin, so ein Kunst. Da kannst du eh nichts dran ändern. Man muss eben aufpassen, was man so rum ist. Ich wär mir da nicht so sicher. Hier komme ich wieder in mein Schlafgemach. Das ist doch alles nur Gerede. Das hätte ich dir vorher sagen können. Ich glaube, es war in dem großen Paladin-Raum. Im großen. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Ja, ich glaube hier irgendwie sind wir in der richtigen. Geht zum Weinkeller. Ja. Hier war was. Meine, irgendwo, ja. Ja, da liegt ein Kurzbogen und Pfeil. Das hat er wirklich nicht verdient. Ein Pfeil. Jetzt gilt es natürlich zu gucken, wann die hier alle abhauen. Ist das wirklich ich werde mich dann schlafen legen und ich weiß langsam nicht mehr, was gucken, ich glauben soll. Ab wann die hier das habe ich noch gar nicht weg sind. Wo ist hier in der Nähe ein Schlafraum? Ich will jetzt immer nicht weiterlaufen also irgendwie. Davon lasse ich lieber die Finger. Daran wird sich da kannst du eh nichts dran ändern. Es war genauso, wie du sagst. Machen wir es so. Von mir erfährt keiner was. Werde mich hier zu Bette legen. Nee, hier geht's zum Garten. Wo war denn jetzt nochmal untersrum? War irgendwas im Garten noch zu erledigen? Ich glaube nicht. Wo konnte ich denn nochmal pennen? Da oben? Gab's da oben ein Bett?
Ein Bett wäre nicht nett. Ein Bett wäre jetzt nett. Aber ohne Frau ist das nicht nett. Also, sollte mal wieder springen. Jetzt habe ich Akrobatik und, wo geht's denn hier lang? War ich hier oben schon heute? Ah, Bett. Na siehste. Okay, das ist von Theodor. Ah, Theodor war doch unser Schmiedeldiedeldi. Ja, genau, richtig. Ja, perfekto. Gut, okay, ich lege mich jetzt schlafen. Was haben wir denn für Zeiten? Ich hatte es auch ganz unterschiedliche super Zeiten. Bis Mittag schlafen, bis 15 Uhr, bis 17 Uhr, bis zum nächsten Abend schlafen, bis Mitternacht schlafen, bis 3 Uhr nachts schlafen. Versuch mal bis 3 Uhr nachts. Raus aus meinem Bett? Ja, Theodo. Das ist gut, also. Stopp, 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 stopp. Du schläfst. Ich will gehen, aber zuerst will ich wissen, was in der Truhe ist. Und was du hier also hast. Apfel, Holder, Bürste. Bürste, wieso keine Zahnbürste? Okay. Sicherheitshalber mal wieder ein bisschen schlafen. Schlafen. Speichern. So. Sehe ich denn eigentlich aus auf dem Monitor? Aus der Ferne sehe ich aus wie der eine Sänger von Scorpion. So. Gut, Theodor, jetzt drüber. Achtung. Rechts. Rechts, rechts. Rechts, rechts, links. Rechts, rechts, links, links. Rechts, rechts, links, links, rechts. Rechts, rechts, links, links, rechts, rechts. Hä? Schade. Also rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, rechts. Okay, oh, 55 Joltukaten. So. Damit wir auch ein bisschen hier vom Let's Play erkennen können. Ich sollte vielleicht mal eine Fackel anzünden. Das mache ich nur wegen des Zuschauers. So. Ist auch viel, viel atmosphärischer, finde ich. Mit einer Fackel so durch die Gegend zu laufen. So, wo geht's denn eigentlich jetzt wieder raus? Ja, ja, der Mickey und seine Orientierung. Nee, das habe ich wirklich. Dann zum Beispiel kann ich tagsüber wunderbar Auto schlafen. Auto schlafen. Auto fahren. Und Jump. Aber nachts die gleiche Strecke zurück. Weiß ich nicht, da habe ich irgendwie Schwierigkeiten. So, und zack. Wir springen einfach mal. Das macht das auch. Die ganze Sache noch ein bisschen. Und, jawohl. Die ganze Sache noch ein bisschen lustig. Da. Schauen wir mal. Schöne Bilder. So. Na? Geht? 3 Uhr war genau der richtige Zeitpunkt. Und jetzt ein Kaffee. Und das ist doch gut, aber so viele Feinde sind auch wieder nicht hier. Dann gucken wir mal, was haben wir in der... Ach, die Buchkommode habe ich doch, glaube ich, gelesen, ne? Verteidigung der Insel, genau, richtig. Oh, es wird richtig... Jetzt bin ich wieder motiviert, Leute. Ich bin wieder motiviert. Ich habe jetzt endlich eine Fernkampfwaffe gefunden. War hier nicht nur eine Truhe? War hier nicht noch irgendwo eine Truhe, Leute? Leute, die Truhe muss doch hier sein. Da ist er. Da war der Typ. Also. Wunderbar. Und zwar ist das Marbots Truhe. Na, wenn der nicht sauer wird. Halt, hier sind einige Gegenstände weggekommen. Ich wette, du bist dafür verantwortlich. Ja, ich? Fick dich. Oh, toll. Okay. Rechts. Rechts. Links. Links. Ah, wieder. Rechts, rechts. Links, links. Rechts. Also rechts, rechts. Links, links, rechts. Rechts, rechts. Links, links. Rechts, rechts. Rechts, rechts. Links, links. Rechts, rechts. Links.
rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, links, rechts. Yes. Was ist das? Käse. Apfel. Schlüssel zum Marbots Zimmer. Yeah. Und 200 Gold, Dukaten. Heute das motiviert. Das. Hammer. Gut, okay. Ich habe übrigens im Rendererforum gefragt, warum denn hier manchmal so blaue Artefakte kommen. Hier zum Beispiel. Bei Fischsub, Honitsch. Ja, hab bis jetzt noch keine Antwort gekriegt. Vielleicht weiß jemand hier was dazu. Gut, okay, gehen wir weiter. Jetzt werden wir natürlich unsere Sekundärwaffe einsetzen. Kurzbogen 15, benötige Geschicklichkeit 10. Ich kann sie ansetzen. Oh, normaler Pfeil? Normaler Pfeil, okay. Achso, die kann ich ausrüsten. Perfekt. Also, ich habe ja gesehen, es gibt ja auch die Option, unheimlich viele Pfeile herzustellen. Respektive Bolzen und so. Ja. Ergo, nicht im Kreise laufen, sondern mal wieder. Marbots Zimmer. Wo ist denn Marbots Zimmer, bitte sehr? Ihn jetzt hin. Marbots Zimmer. Marbots Zimmer. So. Oh, Oleg. Hey, du. Oleg, mach mal Platz. Ich will pennen. Ja, ich habe jetzt das, was ich wollte und, Raus aus meinem Bett! Oh, der hat eine schöne Stimme. Raus aus meinem Bett, ist das klar. Ansonsten spiele ich auf der Andrea Doria. Gut, okay. Wir brauchen jetzt auch mal wirklich, glaube ich, nein. Gut, okidoki. Nochmal überlegen. Wir machen Resümee. Wir haben jetzt Fernkampfwaffe. Wir brauchen Pfeile. Wir brauchen... Was? Kam jetzt gerade eben von da, oder? Aus dem Spiel. Oleg ist aufgestanden. Gut, okay. Dann gucken wir mal erstmal unserem Schmiedchen hier. Der wird bestimmt noch pennen. Gut, dass er nicht da ist. Gut, dass er nicht da ist. Denn... Rechts. Links. 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 Ah! Alter. Was ist das denn? Ach, Essbrocken. Okay, die sind blau. Okay, mal gucken, vielleicht, wenn ich jetzt so eine Fernwaffe habe, vielleicht kann ich dann schon mal irgendwas machen. Aber ich glaube nicht, dass das geht. Nee, geht noch nicht. Obwohl ich Holzdinger habe, das weiß ich hier. Holzplatten oder Stift. Hier. Ja. Holzscheibe. Holzscheibe müsste noch gespalten werden. Ja, wo spalte ich die denn? Oh. Nein. Heute nicht. So nicht. So nicht. Okay. Ich dachte, da wären jetzt Pfeile drin. Apropos Pfeile. Wie viel Kohle habe ich denn eigentlich? Falsche Nummer. Kundschafter, rote Mine. Ja, da will ich jetzt noch gar nicht weiter gucken. Gehen wir mal zum Händler oben hoch. Der wird bestimmt Pfeile haben. Ich habe ja 500 Gold. Club on Play. Der rote Baron. Nein. Der Baron. So. Wir kaufen jetzt mal Pfeile. Tralala. Lustig. Pfeile. Und zwar beim Kuno. Oder auch nicht. So. Ja. Tankred hält Wache. Kuno, bist du? Ich brauch Pfeile da. Aber Kuno ist nicht da. Warum nicht? Wer bist du? Du bist Oliver, ne? Oder Walter? Ritter. Wieder noch. Ah, vielleicht pennt der Kuno noch irgendwo. Erik pennt. Hey!
Bagage! Mal aufstehen hier! Stramm stehen! Walter, Gottfried. Ich glaube, irgendwo muss noch Kuno sein. Gottfried, Gottfried, Ritter. Nee, das wird wahrscheinlich irgendwo da sein, wo auch Kunos Ruhe war. Torwache, Ingolf. Ja, so die Paladin und Waffenknechte hier. Volker, ja. Und Erik. Jetzt kommt wieder Musik, Leute. Yeah. Manchmal hängt die Musik oder kommt lange Zeit nicht. Ach ja, das ist ja unser Kitchen Master. Ach, wisst ihr, was ich dann mache? Ich werde einfach mal zu Geschäftszeiten aufwachen. Mittag. Oh, ich einen dicken Kopf. Vatertag, Kacke. Wieso? Ich habe keine Kinder. Wenn ich Vatertag feiere, dann gehe ich zur Samenbank. Vatertag in der Samenbank. So, du hast schon mal Wachablösung? Ja, Kuno. Hallo, mein Freund Kuno. Ja, nicht essen. Zeig mir deine Ware. Ach ja, ein Offiziersdegen, das ist auch cool. So, wo sind denn hier die lustig Pfeile? Genau so, wie du gesagt hast. Weidenbogen, okay. Das hätte er ja, besser hier. Wissen müssen. 50 Pfeile. Die sollte ich mir mal besorgen. Was haben wir hier? Amulett der Abzaubert. 1000? Nee. Nicht 1000, bitte. Das ist doch nichts Neues. So, Bolzen, Feuerbolzen. Sag nicht, das hast du nicht gesehen. Hier ist übrigens irgendwas wieder, was unsichtbar ist. Ein man altes Buch über Edelsteine. Was man so rumerzählt. Weiß ich. Ein altes Buch über Edelsteine. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Kauf ich. Gibt's denn hier irgendwas, was man mit 20 Mal Stärke eventuell kaufen kann? Man muss eben aufpassen, was man so rumerzählt. 45? Wolfszahn, benötigte Stärke. Moment mal, bin ich jetzt zack, Einhandwaffe? 22, ich habe ja 22. Wie teuer ist das Vieh? 550? Könnte ich mir leisten. So, grobes Breitschwert. Möglich ist ich alles. Glaube, ich kann mir das auch selber schmieden. Ah, hier, Schild. Beschädigter Schild. Waffenschutz plus 2. Das liegt doch auf der Hand. Okay. Wo hast du das denn schon wieder her? Pfeile habe ich jetzt. Glaubst du wirklich? Leute, Pfeile habe ich jetzt. Möglich ist alles. Und jetzt geht's. Stopp. Ich habe so einiges jetzt gehört. Nein, das ist. Oh, da wird sich nie etwas ändern. Das hat er wirklich nicht verdient. Man muss eben aufpassen, was man so rumerzählt. Nicht. Und jetzt geht's runter zu Jutta. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Denn bei Jutta ist alles in Butter. Ist auch kein Wunder, sie ist eine Mutter. Okay, bis gleich. Aua. So, jetzt bin ich wieder da. Ich weiß nicht, wenn ich das nachher schneide, mal gucken, ob man mich verstehen kann, was ich hier im Turbo-Modus gesprochen habe. So, Anna, Dorothee. Er redet einfach zu viel. Warum will ich zu Jutta? Das ist ja schrecklich. Weil Jutta ein nettes Amulett für mich hätte. Und ich möchte doch ganz gerne. Hab ich eigentlich was? Womit denn? Nee, Quatsch. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Alles Stück Fleisch war. Ja, das ist gut. Gut, da? Wo bist du? Äpfel pflücken oder was? Er erzählt alles weiter. Nein, wo ist Jutta? 13.04 Uhr und Jutta ist nicht da. Was du nicht sagst. Man erzählt sich ja so einiges. Das weiß doch inzwischen jeder. Sowas keine Zeit. Gut, okay. Wir warten auf Jutta in der nächsten Folge. Seid ihr bereit? Seid ihr dafür? Oh, ich muss das laut. Das Feuer ist zu laut. Ich muss jetzt erstmal den Abspann machen. Ach, erzähl mir nicht sowas. Ja, die beiden. Also, bis zur nächsten Folge. Das war die Folge 16. Die Folge 17 kommt mal wieder. Die nächsten Tage und gebt mir einen Daumen. Schreibt Kommentare. Habe ich was übersehen oder sonst irgendwelche Geschichten? Ja, dann traut euch was zu schreiben. Abonniert mich. Sagt es weiter. Postet es weiter.
Das ist gut, das ist das auch für die Community erzählen. Gut, so denke ich mir. Man kann hier sehen, viele schöne neue Welten, andere Möglichkeiten, andere Problemlösungen eventuell auch. Also in diesem Sinne, macht es gut. Tschüss.